Hallo und willkommen zurück zu Green Hell mit mir, die Selina. Wir haben ja letzte Folge also die komplette Legende gelesen. Und ich habe aus Versehen geschrieben, dass es die von dem weißen Dämon ist. Es tut mir leid. Das Video hat auch schon Dislikes. Es tut mir echt leid. Ich dachte, dass es vom. Es tut mir leid. Ich habe es dann auch gleich umgeändert, nachdem mir das aufgefallen ist, dass es der heulende Geist ist. So. Und ich hatte euch ja auch schon eine Vermutung geäußert, was ich glaube, was dieser heulende Geist ist. Und wir haben uns tatsächlich mit meinem Mann unterhalten. Und er ist auch der Meinung, dass es das Fahrrad ist. Weil die kennen Fahrräder nicht. Und das hängt da oben im Wind und macht halt die ganze Zeit dieses heulende Geräusch. Deswegen ist es halt irgendwo logisch, dass die denken, oh, das ist ein Geist. Ja. So. Das Einzige ist natürlich das mit dem weißen Dämon. Aber ich glaube tatsächlich, dass der... Ja, keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Der müsste ja eigentlich hier irgendwo sein. Oder? Das trifft aber eigentlich auch auf den weißen Dämon zu. Das ist halt die Sache. Man muss die komplette Legende entdecken. Und dann bekommt man nämlich auf der Karte so eine Knubbel. Und dann weiß man, ah, okay, ja. Ah, okay, ich brauche sehr viel Wasser. hier, 44, 34. Das sind wir ja schon fast richtig. Ja, ja, ich weiß. Wir sind ja hier. Wir sind hier und da. Hier, da, hin. Okay. Also, wir müssen alle Legendensteine finden. Und dann, komm mal hier hoch? Nö. Jetzt ein bisschen aufpassen. Ach komm. Von einem auf den anderen Moment. Zack, hell. Mag ich das. Okay, hier war der Legendenstein. Ah, im Internet hat es aber auch noch kein anderer. Also, falls ihr irgendwas gefunden habt, dürft ihr mir das gerne zusenden. Ich bin jetzt so weit an einem Punkt, an dem ich sage, ja, ganz gut gelaufen bis jetzt. Da hinten ist das Fahrrad. Wir gucken mal. Weil wenn der Wind geht und das Fahrrad quietscht, dann hört es sich halt an wie so ein Geist. Hier komme ich nicht hoch. Müssen wir mal gucken, wie wir da wieder hochkommen. Wie kamen wir da hoch? Hoch, hoch. Ach, Tierkot. Ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht da hinten, ganz, ganz am Anfang, also nochmal zu dem Thema weißer Dämon. Ganz, ganz am Anfang. Da hatten wir ja diese Brücke, über die wir gehen konnten. Haben wir eigentlich genug? Ja, wir haben genug. Da hatten wir die Brücke, über die wir gehen konnten. Und wir mussten... die Brücke war kaputt, so. Die Brücke war kaputt, das heißt, wir konnten nicht drüber. Aber wir kamen auch nicht zu der Brücke hin. Und da bin ich nämlich am Überlegen, ob man da so einen Weg nach oben bauen muss. Weil wir können ja Sachen bauen. Wir können Stufen bauen. Wisst ihr, was ich meine? So rein theoretisch können wir uns irgendwas bauen, womit wir dann darüber kommen. Kam ich denn nochmal darüber? Das ging doch eigentlich ganz easy. Eigentlich. Darüber. Das muss... Wow. Wow. Ich bin hier komplett falsch. Sehr schön. Wir rutschen hier mal sehr vorsichtig runter. So. Dann rutschen wir hier in die Bienen. Nein. Rutschen wir hier hinten vorsichtig runter. Zack.
So, wir haben ja schon einen Pilz eingesammelt. Ich würde sagen, wir gehen da vorne. Passt auf. Wir machen einen kleinen, kleine Essenspause. Beziehungsweise mache ich die ohne euch. Ich werde jetzt versuchen, hier das Krokodil zu. Aha. Böses, böses Schlänkchen. Oder so ein. Na, es kommt schon. Woher kommt es? Ja. Okay. Das ist, glaube ich, tot. Ja, der Hals ist lang, dann heißt es vorbei. Es ist um das Krokodil geschehen. Gut. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich habe jetzt reichlich gegessen und getrunken von der Floß und Pilze gegessen. Und ich glaube, ich bin jetzt auf der richtigen Seite. Das werden wir aber sehen, wenn das Licht angeht. Nein. das werden wir gleich sehen, wenn ich gleich da vorne bin. Ah, wieder mal wieder stacheliger Busch. Baum. Baumbusch. Ja. Bin ich richtig? Bin ich richtig? Es sieht gut aus. Sieht gut aus. So, da können wir nämlich wenigstens rüber. Und ich glaube, von hier aus können wir dann darüber, ne? Oh, da haben wir sogar noch ein Dorf übersehen. Nicht? Oh! Oh, Mistvieh. Ey, ohne Witz. Oh. Herzinfarkt. Halber Herzinfarkt. Ganzer Herzinfarkt. Oh Gott. Ja. Okay. Ja, Jaguar, vielleicht. Ich will das halt nicht wirklich rausschmeißen. Ah, ich bin ja mit Blut beschmiert. Alter Schwede. Läufst du hier rum, denkst an nichts Böses, kommt da von hinten. Nee. Ja, ich hab so. Kann ich mich damit waschen? Nee. Ich könnte was wohl verschütten. Toll. Oh, Pfeile. Die sind wohl von mir. Habe ich vollkommen vergessen, was hier noch so ein Dorf ist. Ja, wir müssen gleich mal das Problem mit dem Fleisch lösen. Ah, ich glaube, ich schmeiß raus. Es ist zwar traurig, aber tschüss. Ja, das hält noch einen Tag. Ich will jetzt aber nicht zurück ins Dorf gehen. Soll ich nochmal Wasser finden? Oh, aber der hat mich erschrocken. Der hat mich erschrocken. Okay, wir gehen jetzt da hoch, oder? Bin ich überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Und wenn ihr mir jetzt sagt, dann arbeitet doch mit der Map und dem Kompass. Ja. Das versuche ich. Das Problem ist aber, du kannst ja nicht geradezu hinlaufen. Da stand ich ja schon so davor. Und das ist nicht das Rätsels Lösung. So. Wir gucken uns mal hier auf dem Weg um. Oh, Fette. Wir brauchen Fette. Och nö. Parasiten. Diese Parasiten. So, da sind wir ja rübergegangen, ne? Irgendwie habe ich so die das Gefühl, dass wir nicht richtig sind. Ach ja. Ich muss halt einfach was essen, damit ich weniger Gewicht habe. Oh, wir haben ja sogar noch zum Schlafen was. Cool. Ich guck gleich mal, dass ich da rüber komme. Speichern, ganz wichtig. Habe ich rausgefunden. Hätte ich vorher nicht wissen können, dass Speichern so wichtig ist. Nee, ich muss auf die andere Seite.
Glaube ich. Es könnte aber auch. Und ich habe noch eine Sache entdeckt. Die kann ich euch gleich sogar jetzt hier zeigen. Moment. Wir gehen mal erstmal. Nein, wir gehen jetzt mal zum Fahrrad. Weil wird das hier nicht rüber zum Fahrrad? Nee. Nee, tut es nicht. Nee, nee, nee. Hier. Haha. Also doch richtig gelaufen. Yay. Mal was richtig gemacht. Ich freue mich. Okay. Und dann. Oh, ich hab's geschafft. Ich glaube, ich bin hier so oft schon dran gescheitert. Seems that one night a family tragedy happened. Oh. Okay. Das heißt, ich bekomme jetzt auch den Eintrag dafür, wo das ist. Okay, das war jetzt, glaube ich, aber der letzte. Ich sag's nicht, okay? Ah, ich hab schon wieder Egel, ne? Ja, neuer Ort auf der Karte markiert. Genau. Folge den Hinweisen in der Legende, um eine Bestie zu jagen. Und wahrscheinlich ich selber oder so. Jetzt. Genau, wir haben heulender Geist und weißer Dämon. Und das ist hier, das ist eine Warnung, niemals einen Ort zu betreten, wo du auf Wasser laufen kannst. Scheinbar ist hier eines Nachts ein Familiendrama geschehen. Eine Bestie kam und verschlang eines der Kinder. Morgen für morgen zogen sie los, um sie zu suchen, aber ohne Erfolg. Sie sah aus wie ein Teufel ohne Haut und mit langen Zähnen. Nur eine verkohlte Trophäe des Ältesten kann einen Geist Frieden bringen. Okay. Moment. Eine verkohlte Trophäe. Muss ja irgendwas Abgebranntes sein. Ich denke schon so ein Lagerfeuerasche oder so. Oder Kohle. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die Sachen dabei haben muss, die man zu des Rätsels Lösung braucht. Hätte aber, glaube ich, auch einfach außen rum gehen können. Das wäre nicht mal wichtig gewesen. Ja. Ich da in der Mitte springe. Weil ich war schon mal hier oben. Und erinnert ihr euch? Da bin ich runtergefallen. Das war nicht gut. Okay, also das war jetzt der letzte Stein von der. Diesmal war es richtig. Diesmal war es wirklich der weiße Tier. Aber mussten wir nicht hier lang? Oh. Die Sache ist, ich finde es ja lustig, dass da steht, folge den Hinweisen. Aber wir müssen gar nicht den Hinweisen folgen. Wir müssen einfach nur hier hin. Okay, das ist hier hinten beim Schiff. Also das Krokodil? Oder vielleicht hängt da oben was, was man abschießen muss oder so. Okay, wir gucken mal. So. Aber wir müssen jetzt hier hin. Erstmal. Weil ich würde das gerne heute abschließen. So. 44. 37. Wir sind nah dran. Wir müssen halt einfach Richtung Süden. Wenn ich das richtig verstehe. Sind wir richtig? Sind wir am richtigen Weg? Keine Ahnung. Nee, wenn ich Richtung Süden laufe, wird es ja größer. Also muss ich Richtung Norden, okay? Mein Fehler. Oh, grüß dich. Wenn wir gerade schon hier sind, dann mache ich das schnell. Und mach einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann wieder, sobald sie brennt. Bis gleich. So, Leute, ich bin schon mal hergelaufen.
Ich habe das Ganze. Ja, ihr seht ja. Ich habe die verbrannt und bin schon mal hergelaufen, ne, zu dem Fahrrad, und ich hatte recht. And just like that, the evil spirit was defeated. Das heißt, wir haben die erste Legende. Die erste Legende haben wir gelöscht. Gelöst. Natürlich. Gelöst und nicht gelöscht. So, und jetzt kommen wir mal zu dem anderen Ding. Das ist nämlich auch hier ganz in der Nähe. Und zwar, passt auf. Mir ist was aufgefallen. Als ich da unten lang gelaufen bin, auf der Suche, das war ohne euch. Da war ich ohne euch unterwegs. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass wenn ich. Ah, nein, da hinten. Da hinten. Wenn ich da hinten an dem Ding stehe, dann höre ich so ein Höhlengeräusch. So, jetzt war meine Idee, dass man sich hier so runter rutschen lassen kann. Es ist natürlich nur eine Idee. Und dann über diesen Stein da irgendwie reinkommt. Nee. Man kommt da nicht rein. Nee, okay, ich hatte Unrecht. Schade, schade. Das wäre geil gewesen. Aber ich stand hier so an dem Stein und dachte mir so, es sieht so aus, als könnte man da rein. Schade, 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 schade. Hört ihr's? Man hört halt die ganze Zeit so dieses Höhlengeräusch. Okay. Also wissen wir. Was wissen wir? Wir wissen nichts. Und wir wissen jetzt, dass wir wieder zurück hier hinlaufen müssen. Das heißt Richtung Südosten. Richtung Südosten, das heißt da lang. Okay, ja, das Krokodil ist hundertprozentig schon wieder da. Man kennt's, man kennt's. Das Krokodil. Okay. Ich will ein bisschen langsam machen. Wie gesagt, ich vermute, dass das Krokodil wieder da ist. Oh, bist du da? Oh. Koko? Tut mir nicht weh. Es sieht nicht so aus, als wäre es da. Okay. Ich laufe jetzt einfach. Okay. So, das machen wir. Ach komm. Okay, wir laufen näher ran. Ich hoffe echt nicht, dass es mich irgendwie anfällt. Ihr seid's. Platsch. So, wir nehmen uns den Honig. Und die Pfeile. So. Waren wir hier schon? Oh, hier waren wir auch noch nicht. Das sind ja. Wow. Wow, das sind ja interessante Sachen. Nicht. Okay. Also, ich würde sagen, ich laufe hierher und wir machen das noch schnell. Falls irgendwas passiert, schalte ich euch dazu. Okay? Ansonsten laufe ich durch. Jetzt kein. Doch da. Hinter dem großen Stein, Stein, Stein. So. Können wir nämlich die leckere Süßigkeit essen? Wir essen das. So. Okay. Bis gleich. So. Also, wir sind schon beim Sumpf angekommen. Und müssen ja jetzt eigentlich nur noch hier geradeaus. Das ist ja 35 irgendwas. Wir sind bei der 39. Das heißt, wir laufen jetzt einfach eigentlich Richtung Westen. Was ist doch beim Wrack? Also da hinten beim Wrack. Aber wir waren da doch schon. Erinnert ihr euch? Wir waren da schon. Interessant. Na, mal gucken.
Da haben wir doch das eine Dorf gefunden. Oder waren da einfach nur Eingeborene? Ich weiß nicht mehr, ob es ein Dorf. Oh Gott. Hier kommt. Ist der vielleicht die Bestie? Aha. Tut er wieder so. Oh, ich bin gar nicht da. Ja. Wir haben dich, wir haben dich. Einmal bin ich auf dich reingefallen. So. Ach komm, ich will nur den Pfeil. Ganz ehrlich. Klar, wir brauchen wieder kein Mannfleisch. Das weiß ich. Gott. Schildkröte, die Schildkröte war's. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Was denn jetzt im Endeffekt der weiße Dämon ist. Ist der Wasserfall? Wir müssen noch weiter hinter, ne? Müssen noch weiter hinter. Okay. Wenn man auf Wasser laufen kann. Aha. Meint ihr, das ist mit weißer Dämon gebaut? Meint ihr, das ist mit weißer Dämon gemeint? Aber wenn man die Beschreibung jetzt so ein bisschen überlegt, würde passen. Aber hier geht's weiter. Auf der Seite waren wir noch gar nicht. Nee? Oh nein, da hängt noch eine. Da hinten ist eine Höhle. Okay. Okay, Leute. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde die arme Frau erstmal, ne, bestatten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Gutste steigt jetzt auf und wir gehen weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen gewesen, ob ich vielleicht speichere. Ich müsste ja irgendwie zumindest hier hinten sein, oder? Wieso bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen, herzukommen? Na gut. Wahrscheinlich hätte ich sowieso nichts gefunden. Wisst ihr, was ich meine? Oder war ich hier? Nee, war ich nicht. Glaube ich jedenfalls. Doch, ich war hier. Was rede ich denn? Natürlich, jetzt weiß ich wieder. Natürlich war ich hier. Oh, ein Knochen. Super. Oh, das Wasser, es ist so blau. Es muss aber vorne am Sumpf sein. Hui. Ich will ehrlich gesagt jetzt nicht runterspringen, weil ich mir hundertprozentig irgendwas am Bein hole. Deswegen laufen wir. Ich glaube, es gab da. Könnte ja noch weitergehen. Es ist direkt oberhalb ja, keine Ahnung. Die Schildkröte wird es wohl nie sein. Oder? Oh Gott. Schlange. Hat mir nicht gebissen. Du hast mich. Also. Ja. Das ist okay. Egel. Ist klar. Na komm.
Oder wie der Peter von Pietsmiet sagen würde, der Igel. Nein, das ist gemein. So. Wir stellen mal ein paar Verbände her, weil langsam gehen die uns zu Neige. Weiß auch nicht, wie das passiert. Also ich war's nicht. Ja, okay, gut, ich war's. Ich hab's alle verbraucht. Knochen, was? Warum? Okay. Sollte wieder ein bisschen langsamer gehen. Aber es ist irgendwo hier unten, müsste es sein. Aber wir haben das hier doch alles abgesucht. Oh, oh, oh. Meint ihr, wir müssen da oben lang? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Selina ermittelt. Wer war der weiße Dämon? Dün, 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 dün. Ich würde es jetzt langsam wissen, ne? Oh Mann. Ist es einerseits, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich schon so ein bisschen Schiss habe? Weil wir einfach nicht wissen, wer es ist. Oder was es ist. Ich müsste das schon längst da gewesen sein. Na, hier war ja ein Kroki. Und hier ist ein Kroki. Na, hier ist es, oder was? Ich habe keine Ahnung. Meinen Sie das Krokodil? Stehe ich auf dem Schlauch? Das tut mir leid wegen der langen Pause, aber ich bin gerade. Mein Hirn ist am Rattern. Ich kann mir das halt nicht so genau vorstellen. Muss ich hier hoch. Aber es ist ja immer noch im Sumpfgebiet eigentlich. Es ist ja. Da im Wasser. Meint ihr, es hängt irgendwo oben in den Bäumen? Oh, da hängt was fest. Tja, ich glaube, du wirst ein Ende finden. So, es ist im letzten, allerletzten Dings, bevor, ja, das ist hier. Hier ist das Schiff. So, hier ist das Schiff. Und dann geht man vom Schiff hier lang und dann ist hier die Höhle. Also, ist es hier. Hier ist aber nichts. Hier ist nichts. Was soll ich denn hier? Kann halt einfach nur noch das Krokodil sein, ne?
Außer es ist hier auf der anderen Seite. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Weil es ist ja... Andererseits. Aber hier ist jetzt diese Wandende. Genau. Hier ist ja die... Es muss die Höhle sein. Es ist die Höhle. Und das ist ja eindeutig, eindeutig. Und um es zu vertreiben, muss man... ein Feuer machen. Wenn ich das richtig verstehe. Nee, folge den Hinweisen der Legende, um die Bestie zu jagen. Genau. Das ist die Warnung. Genau, morgen für morgen zogen sie um schnell zu suchen, aber ohne Erfolg. Sie sah aus wie ein Teufel ohne Haut und mit langen Zähnen. Nur eine verkohlte Trophäe des Ältesten kann einem Geist Frieden bringen. Muss ich vielleicht jetzt dem Ältesten von dem Dings erzählen, das ich gemacht habe, um dann eine Trophäe von ihm zu bekommen, um die hier abzufackeln? Wisst ihr, was ich mache? Erstmal. Anscheinend kein Lagerfeuer. Ich kann hier auch kein Lagerfeuer hinmachen. Ist auf jeden Fall die richtige Stelle. Es ist auf jeden Fall die richtige Stelle. Okay, Leute. Oh. Achso, ja, da könnte ich ein Lagerfeuer hinmachen. Aber hier, wo es trocken ist, nicht. Okay. Achso, da hinten geht auch, aber hier. Okay. Okay, passt auf, passt, passt, passt auf, passt auf, passt auf. Wir machen es so. Ich beende jetzt die Folge. Ich werde auf jeden Fall ins älteste Dorf laufen und dort fangen wir dann wieder gemeinsam an, okay? Also, ich habe, ich weiß nicht, ob morgen für morgen auch nochmal ein Hinweis ist. Weiß ich nicht. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich werde auch mal ein bisschen versuchen, hier so ein bisschen lang zu laufen und zu gucken, ob hier noch irgendwie was war, ist. Wie auch immer sein soll. Oh, hier ist noch eine Legende. Ui, die habe ich ja. Okay. Where the three rocks cry. Hey, hat mich. Ich glaube, ich habe die nicht gefunden, als ich das nochmal gemacht habe. Und hier ist auch nochmal der Käfig. Okay, hier kann ich sogar speichern. Sehr schön. Da, wo die drei Steine weinen. Da waren wir aber schon. Gut, Leute, ich werde jetzt hier speichern und wir sehen uns dann nächste Folge wieder und sind dann im ältesten Dorf. Bye bye.